Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im RP-Projekt Wheel Farming Meets Reality. Mit dabei ist der Volker Varuna, aka Varuna LP. Moinsinn. Ja. Wo bist du denn? Ne, hier im LKW. Ich ärgere mich über den LKW oder über den China-Import, besser gesagt. Der funktioniert heute nicht so, wie er soll. Ich glaube, mit Regen kann der nicht. Ich glaube, ich bin fertig. Glaube ich nicht. Ich sehe nämlich keine Absperrungen mehr, wo Bäume stehen. Okay. Dann kannst du mal gucken, ob du noch so ein... Du hast doch gesagt, du hast auch so einen Anhänger hier. Mhm. Vielleicht kannst du den noch holen, dann sind wir schneller fertig hier. Kann ich machen. Also ich meine zumindest, dass wir einen haben, sonst miete ich mir flott einen. Jo. Weil dann geht's hier ein bisschen zackiger voran. Könnt auch Harry nochmal anrufen, mit dem ist. Oder weißt du das? Er hat gemeint, er meldet sich, wenn er soweit ist. Aber vielleicht hat er es inzwischen auch vergessen. Aber denk dran, je weniger Leute wir sind, desto weniger müssen wir teilen. So. Ich glaube, wir werden die Bäume erst alle rausziehen sollen. Ja, soll ich eine Seilwinde mitbringen? Die steht oben beim... bei der Einfahrt zum Forst. Ja, dann bring ich die mit. Aber das wird halt... Ja, wenn du die alle rausziehen willst jetzt... Ja, mach mal schon. Ist wahrscheinlich schon besser. Geht schneller. Ich fahr gerade alles holen, ne? Jo, mach. Gut. Es dauert nämlich sonst mega lange, bis wir hier fertig sind. Ich meine, der Sepp hat zwar auch gesagt, er hat noch hier ein Angebot für uns. Aber hier verdienen wir... Ich mache hier mal eine Sträßchen hier. Verdienen wir natürlich besser dran. Ich sollte aber gerade mal den Neumann anrufen. Hi. Herr Neumann? Ja. Herr Neumann? Ja. Ah, jetzt. Ich dachte gerade, ich habe sie irgendwie verwechselt mit dem Hans-Peter. War schon ein bisschen verwirrt. Achso, nee, Sie können ja gerade gar nichts machen, gell? Nee, zurzeit wegen Regen. Na, stimmt. Aber vielleicht können Sie mal gucken. Wissen Sie, wo mein Haus, also wo mein Grundstück ist? Ja, das weiß ich. Da unten bin ich gerade am Wald tätig. Und ich glaube, Moment, ich muss mal gerade selber nachgucken. Bei der 82. Die gehört gerade der Stadt. Das ist eine Feldparzelle. Ja. Die ist erntereif. Ich weiß aber nicht, was die Stadt damit macht. Ich glaube, die werden das wahrscheinlich nur vergammeln lassen. Ja, eben. Deshalb, vielleicht können sie da irgendwie einen Deal machen, dass sie das einfach abernten dürfen und behalten. Ja, aber zum Beispiel können wir ja das auch nicht ernten. Ja, eben, aber vielleicht, wenn es soweit ist. Vielleicht fragen sie einfach mal an, besser wie nix. Geschenken Gaul schaut man nicht ins Maul. Oh, das ist sogar so, ja. Naja, vielleicht können sie es ja brauchen. Wollt mich nur mal melden. Jo, der Harry will was von mir. Okay, jo, ich bin erstmal wieder weg. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Hallo, Lenkung funktioniert nicht mehr.
Mensch, ist schmierig die Straße hier. Regen. Hallo? Hallo? Herr Varuna? Herr Knoll? Ja? Ach, schon lange nicht mehr gehört. Ich wusste gar nicht mehr, wie Ihre Stimme klingt. Aber also, schön, Sie zu hören. Könnte ich Sie irgendwo antreffen? In der Nähe von Ihrem... Von Ihrer Wohnung aus? Ja, so in 10, 15 Minuten. Okay. Ja, passt. Ich bin gerade... Ah, nein, jetzt... Der Stromberger steht hier. Bin gerade beim Sägewerk. Bin mal gespannt, was der von mir will. Herr Varuna? Hallo? Moment, ich lege mal gerade auf. Tschüss, Herr Knoll. Ciao. Ja, bitte? Ach, Sie haben gerade mit dem Herrn Knoll geredet. Hab ich immer. Haben Sie schon mal was von Ladung, Sicherung und Mindestladung gehört? Die Ladung war bis eben gesichert? Ja, das habe ich gesehen. Ja, und Mindestladung müsste auch passen. Dann sollten Sie vielleicht das nächste Mal etwas langsamer fahren. Warum? Sie haben aus meiner Sichtweise sehr hin und her gewackelt. Ja, das hatte ich gerade auch festgestellt. Dass, irgendwie, seit es regnet, ist die Fahrbahn so rutschig. Ich werde ein bisschen gucken, dass ich den Tempomaten runterregel. Ich hab's auch gemerkt, das ist sehr sch... Ich nochmal eine allgemeine Verkehrskontrolle, wenn ich schon mal sie kontrolliere. Ja, ich muss nur kurz abladen, dass der hier, der Platz hier frei wird. Lassen Sie den, also, ja, laden Sie ihn ab, fahren Sie ihn zurück. 54.300. So, meine Fresse, was will der denn jetzt von mir, ey? Am liebsten würde ich jetzt zurücksitzen und ihm voll in die Karre rauschen, ey. Stromberger! Ja? Komm ich an dem Holz vorbei? Können Sie mal gerade gucken? Ja, locker. Wenn Sie gut mit dem LKW fahren können, kommen Sie da vorbei. Ist immer relativ, was gut ist, ne? Passt so? Ja, locker. Na gut, dann machen Sie mal hier die Kontrolle. Hier, Führerschein, Papiere, Zulassung vom Anhänger. Frachtbrief, also die, ich sag mal, Lieferschein haben Sie gerade abgegeben wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich. Ja, Aber es kommen hier noch ein paar Ladungen für die Stadt an. Also Sie arbeiten gerade für die Stadt? Jawohl. Okay, haben Sie einen Auftrag vorliegen? Moment, suche ich mal, warte mal, da rauscht schon wieder. Volker? Ja, kann gerade nicht. Stromberger hier, ciao. Ja, jo. Na, warten Sie mal, ich suche mal gerade die Papiere raus. Ja, es sieht gut aus. So, hier, bitteschön. Ja. Ja, okay, ja, hier wieder zurück. Einmal den Fahrschein gegeben, dann kriegen Sie einmal den Führerschein zurück. Danke. Und den Fahrzeugbrief. Habe ich Ihnen auch gegeben. Den Zulassungsschein vom Hänger, hatten Sie mir den auch gegeben? Yep. Ah ja, hier. Den kriegen Sie auch wieder zurück. Na, das freut mich, wenn ich alles zurückkriege. Noch einmal, haben Sie in den letzten 10 Stunden Alkohol zu sich genommen? Nein. Okay. Sind Sie mit einem Alkoholtest? Ja, natürlich. Dann einmal bitte pusten hier. Stopp. So, das Röhrchen kriegen Sie dann. Danke. Ja. Drogen haben Sie wahrscheinlich auch nicht genug. Nee. Danke.
Kein Bedarf. Ja, okay, dann können Sie jetzt weiterarbeiten. Gut, wie gesagt, ich werde den Tempomat noch ein bisschen runterregeln. Ja. Gut, bis dann. Tschüss. Jo. Ich habe nochmal mit dem blauen Auge davon gekommen, ey. Achtung, jetzt kommt er gleich hier von rechts angeschossen und sagt, Vorfahrt. Aber jetzt bin ich schon raus, jetzt bin ich schon raus, jetzt hat er Pech gehabt. Ah, der Jürgen kommt auch schon her. Ich frage, ob der Stromberger jetzt noch hinter mir ist oder nicht. Nee. Alter, so eine Ratte. Ich weiß gar nicht, wo der gewartet hat. Gut, dann haben wir jetzt schon knapp 100.000 verdient für die Stadt. Das heißt für uns 30.000. Und ich würde mal sagen, ich gebe so 10% gebe ich dem Jürgen ab. Oder 5%. Mal gucken. Hat er hier jetzt schon Stämme abgeholt oder was? Ja, lag doch noch eigentlich Zeug rum. Da ist die Winde. Eigentlich lag hier noch was. Naja, wenn es weg ist, ist es weg. Soll mich, will mich nicht, da nicht beschweren. Sowieso blöd genug hier das Holz rauszuholen aus dem Waldstückchen. Volker? Jo. Wurdest du gerade auch kontrolliert beim Sägewerk? Ja. Hat der auch Promille gemessen bei dir? Ja, ja. Kann er bei mir ruhig machen. So selten wie ich was trinke. Bei mir auch, ey. Wolltest du mit der Seilwinde kommen, gell? Mhm, hol die bei dir jetzt. Okay. Bin noch gerade beim Sägewerk abladen. Jo, was waren das für Stämme? Vom hinten vom Festival da. Ah, okay. Hab mich schon gewundert. Geht das mit dem Traktor und Anhänger oder? Ja, ja, das geht. Mit okay. Dolly kannst du da mit dranhängen. Aber Harry meinte, bei ihm ging's nicht. Ach so. Ja, aber das ist egal, dann lade ich für dich auf und du fährst ab. Ja. Genau, dann lädst du einfach immer die Hänger auf im LKW und ich fahr die weg dann. Ja, der hat irgendwie eine komische Konfiguration, wenn du mit dem im Traktor das probierst. Bestimmt okay. Schon. Ich kann hier schon wieder nicht aufladen. Ach, das war was, ey. Wird man hier noch als Polizist durchsucht? Frag nämlich, ob ich Drogen genommen hätte. Ja, hat er mich auch. Der hat Vorstellungen. Drogen und Alkohol, ey. Nee, nee. Wenn ich am Arbeiten bin, dann wird davon nichts geholt. Erst am Feierabend.
Sag das nicht so laut, sonst heißt noch der hier, guck mal, der Jürgen. Hat Drogen nicht? Drogen überhaupt gar nicht. Ich glaube, dein Telefon klingelt. Meins? Achso, nee, warte mal. Ich soll, Knoll? Hallo? Ja. Servus. Du, ich war bei deinem Hof, da war keiner. Ja, ich... Bin jetzt schon mal zur Baustelle gefahren. Kennst du den Berg, von Schwarzingen? Ja. Kannst du da raufkommen? Wir müssten was besprechen wegen dem Waldabforsten. Oh. Welche Seite? Gleich in der Mitte von Schwarzing. Ja, aber wo bist du denn hochgefahren? Von deiner Seite aus. Süden. Hallo? Hallo? Ja, im Süden bist du hochgefahren? Im Süden bin ich hochgefahren, ja. Okay, ja, dann komme ich da auch mal hochgedüst. Perfekt, danke dir. Bis gleich. Volker? Ja. Hast du, die Winde? Oder wo steht die? Die steht, wenn ihr vom Sägewerk zu hierher fährst. Da steht ja. Die. Ich bin voll den Umweg gefahren. Fällt mir gerade auf. Bist du oben rum oder was? Hier unten rum. Am LU-Hof vorbei, am Fünfer. So, kannst unten natürlich durch. Ja, ja, da, ja, da steht die Winde. Ah, da. Ich muss mal gerade hier hoch. Oh, ich komm mit. Der. Die wollen ja hier irgendwas abgeforstet haben. Wegen Abforsten müssen wir auch noch mal reden, ne? Wo? Ich hab so einen Birkenwald. Ich bin am Überlegen, den ein bisschen kürzer zu machen und dann eine Halle hin zu platzieren. Okay. Oh, Birke, viel, ist, Birke ist so undankbar. Ja, Birke ist doof, aber dass man da vielleicht einen Konvoi macht, irgendwie, dass man den 1050 mit Seilwinde einfach ranhängt und die über die Straße schleift, dass man da irgendwie einen Konvoi macht, hat einer da vor und einer zurück, weißt du? Ja, wenn ihr das absichern lässt von... Alter, wo steht denn der? Von der Polizei, weißt du? Ja, dann geht's vielleicht. Wo ist denn der... Bestimmt ganz oben. Ah, da. Ja, ja, da ist er. Ich komm auch mal hoch. Da sehe ich den LKW. Herr Varuna. Jo. Hallo. Diese Bäume hier. Welche diese? Wir sind im Wald. Von hier angefangen bis er hier, den hier. Mhm. Von den hier rüber bis den hier. Mhm. Von hier die Bäume alle hier. Okay, Jürgen, pass mal gerade auf. Jürgen, geh mal weg. Warte, ich muss gucken, Windrichtung und bla blub. Welchen haben sie gemeint? Bis den hier auch noch? Ich markiere mal. Nee, nee, warte. Bis hier. Wo ist denn hier? Hier. Ah, okay. Ja, okay, dann markiere halt doch mal. Und den, dann... Und? Den hier. Den hier. Ja. Und 1, 2, 3, die drei Bäume hier auch noch. Ja, mach hier, ja. Also den hier unten auch. Ja. Und hier den rechts da auch. Und alle, die halt was da drin sind. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moment, ich kann nicht zählen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 zähle ich. Hm, genau. Wären dann 12.000. Plus Steuer. 12.000. Soll ich die gleich bezahlen? Warte mal, ich rechne mal gerade. Taschenrechner, 12 mal 1,2 gleich 14,4. 14,4. Wissen Sie, was wegen diesem Gesetz jeder Baum muss nachgepflanzt werden? Nett. Wem gehört denn das Grundstück hier? Stadt. Stadt? Jo, dann nicht. Ja. Nicht. Dann nicht. Nein.
das kriegen wir so hin. Was soll denn hier gemacht werden? Für 5G muss hier ausgebaut werden. Ah, okay. Der Bürgermeister wollte als erstes 5 Sendemasten auf der Map platzieren. Also auf der Welt, auf der, in dem Dorf. Aber ich habe mich dann ein bisschen schlau gemacht und man braucht nur einen für 5G. Oh. Ich habe dann mit dem Anbieter geredet. Okay. Der hat gesagt, dass wir nur einen brauchen. Mittig, dass jeder guten Empfang hat. Da ist hier natürlich der beste Platz. Okay, gut. Aber ich muss auch mal Mittagspause machen. Oh ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Wir hängen sowieso gerade fest. Schaut gerne morgen 16 Uhr wieder rein und bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao.